Mein Name ist Nadine von Ophüsen, ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus dem schönen Nordgeorgsfehn und ich bin erste Vorsitzende des Fördervereins Grundschule und Kindergarten Hollen, wie man vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund sehen kann. Und dieses Ehrenamt habe ich nun seit einem Dreivierteljahr inne. Ja, am Ehrenamt macht mir eigentlich Spaß, man kann was zurückgeben und wir betreuen ja nun mit auch die Kleinsten. Und für uns ist natürlich das größte Geschenk, wenn die Kinder lächeln. Das ist unser Dank eigentlich für unsere Arbeit. Also mein Wunsch ist es persönlich, dass sich mehr Leute fürs Ehrenamt engagieren. Das ist eine wichtige Arbeit. Viele Institutionen leben auch so ein bisschen davon, dass sie ehrenamtliche Mitglieder haben. Und ich möchte dahingehend auch für meine Töchter ein Vorbild sein, dass man auch was für jemanden anderen tut, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Respekt bedeutet für mich, jeden Menschen auf Augenhöhe zu betrachten, jeden so zu nehmen, wie er ist. Ohne Vorurteil, ja, egal welche Hautfarbe, welche Religion oder welche Herkunft dieser hat, das würde ich mir wünschen, dass jeder das so macht. Also egal welchen Stand der andere hat, dass man ihn da abholt, wo er ist.